Schaffe ich das? Heute zeige ich dir mal live, wie ich das alles esse. Ob ich das schaffe? Wir werden sehen. Ich kriege nämlich bei Instagram mal ganz oft Kommentare und auch manchmal hier bei YouTube, dass ich das ja gar nicht alles essen kann, so eine riesen Portionen. Und deswegen dachte ich, ich zeige dir heute mal live, wie ich das esse und nehme dich mit in mein Wohnzimmer an unseren Abendbrottisch und zeige dir, wie ich das esse. Ob ich das schaffe? Was meinst du? Heute habe ich mir Nori-Röllchen gemacht, ein bisschen Gemüse dazu, verschiedene Nüsse wie Cashews, Macadamia und auch Kürbiskerne. Dann meine Cracker dürfen natürlich immer nicht fehlen, ein leckeres Erbsenhummus. Und was natürlich nicht fehlen darf, denn das entscheidet darüber, ob ein Salat oder ein Essen top oder flop ist, ist ein bombastisch leckeres Dressing. Und dieses ist mein Favorit momentan, denn das ist nicht nur reich an wertvollen Proteinen, sondern enthält auch noch alle essentiellen Aminosäuren. Und das Rezept dazu verlinke ich dir mal unten in der Videobeschreibung. Dressings sind mein Geheimtipp, wie ich es schaffe, mehr Salat zu essen, mehr Grünzeug, denn Dressings entscheiden darüber, ob ein Salat top oder flop ist. Das hängt natürlich davon ab, ob das Dressing gut ist und dieses ist Bombe. Jetzt aber mal los, komm mal mit in mein Wohnzimmer oder an unseren Essenstisch. Jetzt zeige ich dir mal, ob und wie ich das alles esse. Habe ich es doch tatsächlich geschafft, das alles aufzufuttern. Aber das war auch so lecker, da konnte ich gar nicht anders als keep it coming. Meine absoluten Lieblingsrezepte findest du im Social Calendar. Da sind 60 meiner Lieblingsrezepte drin und die besten Dressings. Da habe ich auch schon zwei E-Bücher zugeschrieben. Die verlinke ich dir mal unten in der Videobeschreibung. Und jetzt will ich mal von dir wissen: Könntest du so viel in einer Mahlzeit essen? Ich freue mich auf deinen Kommentar.